Jetzt bei Achtung Fahndung. Einer der rätselhaftesten Kriminalfälle Deutschlands steht vor der Aufklärung. Im April 1995 verschwindet Sonja Engelbrecht in der Münchner Innenstadt spurlos. Bis zuletzt hofften ihre Eltern, dass ihre Sonja noch leben könnte. Doch jetzt machten die Ermittler einen düsteren Fund. Der Oberschenkelknochen von Sonja Engelbrecht. Aktuell durch diese Auffindesituation muss man davon ausgehen, dass irgendwo hier im Endeffekt in der Nähe auch noch andere Teile des Skeletts durchaus sind oder auch das gesamte Skelett. Wurde sie ermordet und war etwa ein Serienmörder am Werk? Dieser Frage, der gehen wir jetzt hier nach. Und damit willkommen zu Achtung Fahndung. Mein Name ist Maximilian Kiewel. Und wir beginnen heute mit diesem Fall. Polizisten durchkämmen ein Waldstück zwischen München und Nürnberg, drehen wirklich jeden Stein um. Sie wollen ein Mordrätsel lösen, das im April 1995 mitten in München begann. Damals verschwand die 19-jährige Sonja Engelbrecht. Und jetzt, 26 Jahre später, steht dieser unheimliche Fall tatsächlich vor der Auflösung. Karl Keim und Lilly von der Osten wissen warum. Hundertschaften durchkämmen den Wald, stochern im Dickicht, suchen nach Antworten auf den rätselhaften Knochenfund. Ein Waldarbeiter findet in einem Wald Knochen. Und wie sich herausstellt, handelte es sich um einen menschlichen Oberschenkelknochen. Durch ein DNA-Verfahren konnte er der seit 26 Jahren vermissten Sonja Engelbrecht zugeordnet werden. Am 11. April 1995 verschwindet die damals 19-Jährige spurlos. Zuvor ist Sonja in der Münchner Innenstadt unterwegs, geht in eine Bar, feiert mit Freunden. Um 2 Uhr nachts macht sie sich mit einem Freund auf den Weg nach Hause. Am Münchner Stiegelmeierplatz trennen sie sich. Denn Sonja möchte sich plötzlich von ihrer Schwester mit dem Auto abholen lassen, will diese aus einer Telefonzelle anrufen und verabschiedet sich von ihrem Freund. Er ist der Letzte, der Sonja lebend sehen wird. Ihr Freund Robert, der ist gegen 2.28 Uhr in eine Tram eingestiegen, die ihn nach Hause gefahren hat. Das Telefon ihrer Schwester hat allerdings nie geklingelt. Man geht davon aus, dass Sonja in ein Auto gestiegen ist, entweder freiwillig oder gezwungen. Auf jeden Fall, danach verliert sich ihre Spur. Sonjas Familie gab die Hoffnung nie auf. Sie glaubten bis zuletzt an ein gutes Ende. Sonjas Vater ist inzwischen verstorben. Der Durchbruch in den Ermittlungen bringt nun für Mutter Ingrid und Schwester Silvia die traurige Gewissheit. Der vor einem Jahr gefundene Oberschenkelknochen ist von Sonja Engelbrecht. Entdeckt in einem Waldstück, 100 Kilometer vom Ort entfernt, an dem sie zuletzt gesehen wird. Was ist mit Sonja in der Nacht zum 11. April passiert? Wie sind ihre Knochen in den Wald gekommen? Wurde die damals 19-Jährige ermordet? Mysteriös. Zwei weitere Frauen verschwinden in den 90er Jahren in München. Die 28-jährige Kanadierin Christine Harder verschwindet 1991. Zuletzt wurde sie in einem Restaurant gesehen. Kurz danach wird ihr abgetrenntes Bein in einem Wald gefunden. Und auch von Krankenschwester Bettina Traphart fehlt seit 1997 jede Spur. Die Fälle sind bis heute ungelöst. Wurden alle drei Frauen Opfer eines Serienkillers? Seit Tagen durchkämmt die Polizei jetzt den Wald. Mehr als 140 Beamte sind im Einsatz, setzen Spürhunde ein. Auf der Suche nach Hinweisen zu diesem mysteriösen Cold Case und weiteren Knochen von Sonja Engelbrecht. Aktuell durch diese Auffindesituation muss man davon ausgehen, dass irgendwo hier im Endeffekt in der Nähe auch noch andere Teile des Skeletts durchaus sind oder auch das gesamte Skelett. Wir gehen momentan zumindest davon aus und wollen das auf keinen Fall ausschließen. Und entsprechend werden hier auch die Suchmaßnahmen weiterlaufen. Bisher jedoch erfolglos. Sonjas Verschwinden und ihr Tod bleiben auch nach 26 Jahren noch ein Rätsel. Doch noch ist die Akte Engelbrecht nicht geschlossen. Ja, und über diesen Fall wollen wir weitersprechen mit Dr. Constanze Nies, die bei uns ist, Rechtsmedizinerin an der Uniklinik Frankfurt. Guten Abend. Guten Abend. Und Sie haben einen Oberschenkelknochen für uns mitgebracht, denn über den wollen wir sprechen, weil er so wichtig ist in diesem Fall. Sagen Sie uns einmal, was ist das Besondere am Oberschenkelknochen? Wie unterscheidet er sich von den anderen Knochen? Na, zunächst ist der Oberschenkelknochen der größte und auch schwerste Knochen in unserem Körper. Und der Oberschenkelknochen ist, wie alle Extremitätenknochen, ein Röhrenknochen. Das heißt, er zeichnet sich durch einen Schaft und durch zwei gelenkbildende Anteile aus. Hier haben wir das Kniegelenk und da oben
das Hüftgelenk. Das heißt, man kann ihn eigentlich mit ein bisschen Erfahrung ganz gut einem Oberschenkel zuordnen und natürlich auch einem Menschen zuordnen, im Gegensatz zu einem tierischen Knochen. Was ja eigentlich die erste Frage ist, wenn Knochen gefunden werden, ist es menschlicher oder tierischer Herkunft? Das heißt, wenn man einen ganzen Knochen hat, dann kann man schon jede Menge daran ablesen. Jetzt an diesem hier sieht man, glaube ich, auch, dass er besonders groß ist. Das heißt, er gehört auch zu einem großen Menschen. Und man erkennt, er ist robust und hat hier diese sehr hervortretenden Muskelansatzstellen. Das heißt, es wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen männlichen Knochen handeln. Und wenn wir uns die Gelenkflächen hier angucken, die sind schön glatt. Das heißt, wir haben wenig Verschleiß. Das wird wohl am ehesten ein eher jüngerer Mensch gewesen sein. Das heißt, innerhalb kurzer Zeit mit entsprechend Expertise und ein bisschen Erfahrung kann man sagen, das ist auf jeden Fall ein menschlicher Oberschenkelknochen von einem Mann wahrscheinlich jüngeren Alters. In dem Fall, den wir gerade gesehen haben, da haben wir gehört, es ist also DNA an diesen Knochen sichergestellt worden und die am Ende Sonja Engelbrecht zugeordnet worden. Wo und wie finde ich denn an diesem Knochen DNA? Der ganze Knochen ist eigentlich voll von DNA. Man könnte sich bei so einem robusten, stabilen und intakten Knochen an jeder Stelle des Knochens die DNA nehmen. Vielleicht am einfachsten hier im Schaftbereich. Man muss nur darauf achten, dass von außen keine Kontamination drankommt. Man würde also ein bisschen abschaben und dann mit einem kleinen Bohrer das Material aus der Tiefe gewinnen. Wenn Sie jetzt hören, ein einzelner Oberschenkelknochen ist gefunden worden, mit all Ihrer Erfahrung, spricht das eher für eine natürliche Todesursache oder eher für ein Gewaltverbrechen? Naja, also es handelt sich um eine junge Person, eine 19-jährige Frau, die nach allem, was man weiß, gesund ist. Und wir wissen, dass junge, gesunde Menschen nicht plötzlich und unerwartet versterben. Und schon gar nicht, dass sie unbeobachtet versterben oder nicht aufgefunden werden. Es gibt schon den plötzlichen Herztod bei sehr jungen Leuten. Die liegen dann meist tot im Bett und werden dann in ihrer üblichen Umgebung angetroffen oder man verstirbt zum Beispiel beim Sport. Aber dass jemand nicht aufgefunden wird und plötzlich verstirbt, ist absolut eine absolute Rarität. Das heißt, junge Leute, die gesund sind, die sterben eines nicht natürlichen Todes üblicherweise. Da kommt natürlich zum einen Suizid oder Unfall in Betracht, aber jetzt gerade in diesem speziellen Fall auch ein Verschwinden, ohne dass man eine Spur hat, spricht wenig für einen Suizid. Das heißt, spricht alles dafür, dass hier ein Gewaltverbrechen verübt worden ist. Frau Nies, ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Aber Sie bleiben heute bei uns, denn wir reden nachher noch mal über einen anderen Fall gemeinsam. Genau. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Ja, und die Polizei, die fahndet im Fall Sonja Engelbrecht weiter und möchte wissen, haben Sie in München in der Nacht vom 10.04. auf den 11.04.1995 Sonja gesehen? Und wer hat ab dem 11.04.1995 Beobachtungen in dem Waldgebiet zwischen Kipfenberg und Pfahldorf gemacht? Hinweise an die Kripo unter der Telefonnummer 089 29100.